pasta. Bohnen Suppe. Bohnen Suppe, yeah. Ok. Also, qui è pasta, eh? Bohnen Suppe. Da. Mette pasta. Ma vedi, siamo sempre lì, deve far prima e bouillon. Mit diese Knoche, wo drinne den war. Mark. Mark, diese. Also diese Bouillon mache und dann Bohne, ja gut, Bohne koche, da, am besten die ich hätte sie in die frische, aber frische Bohne findest du mit dem Salat. Oder hast du in Warte. Nee, bei uns gibt es die große. Nee, große nicht, ganz normale, nein, diese die Kidney. Kidneybohnen, braune. Die grüne. Braune. So ja, kleine. Aber die trocken. Trocken, ja. Die trocken nee. Musst du abend. Ja, du kannst ja, diese in Wasser legen, genau. Du kannst diese zuerst machen, kochen, die trockene. Und dann in Trine. Ci vuole 5 ore a cose. Kann man quello nicht secco. Einfach die Dose nehmen. Oh, irgendwie die Dose. Die Dose. Ne? Ja, das ist, diese ist ganz einfach, weil... Ma auch Bouillon, nimmst du die Würfel, nicht diese, mit Brot. Nee, doch, Bouillon lieber selbst kochen. Würfel also, in der hat nicht die Geschmack Bouillon von kannst du machen, nimmst du dieses Stück, Knochen, mit Mark, eine, zwei, drei, in Wasser, mit Salze, dann nimmst du Sellerie, Zwiebel, ein wenig Petersilie und Knoblau, lässt du alles voll kochen, drin, bis wenn gut ist. Wenn der Mark alles ausgegeben hat, und hast du Naturbouillon. Sollt mit deinen Knochen, hast du keinen Geschmack. Gute Bouillon. Ehre, was ich sage. Okay. Diese, und gute Bouillon mit diesen Knochen. Und dann wieder Soffritto als bei uns, und das ist gemischte da Gemüse. Zwiebel, Knoblauch und Pancetta. Was ist das? Pancetta? Pancetta ist diese Speck. Ist die gleiche Speck, nicht frische. Okay. Die frische. Brauchen wir die frische da. Sì, vabbè, frische. Normalerweise kann man doch holen so Salz. Schon in Büchse, ja. So organisiert. Nee, bei uns gibt es Speck so zu kaufen, weiß, ja. Ne? Einfach salzig eingelegt. Ah, diese, ja. La Pancetta da tagliare. Frische, ja. Frische, genau. Ja. Sì. Diese. Also, diese Zwiebel, Knoblauch und Pancetta. Ein wenig eindüste. Mit El. Mit El. Und dann... Bouillon und Bohne drinne. Majorana, was ist die Majorana? Majorana ist Majorana. Die Oregano, okay. Die wir gerne haben in Italien. Ja, Salz, Pfeffer, etwas Majorana. Ich stehe jetzt, koche für 2 Stunden, weil wenn die Bohne. Wenn das frische, ja, okay. Die andere, aus der Dose die andere in 25, 30 Minuten, du hast schon eine super Minestra. 4 Stunden, 20 Minuten mit die gekochte. Und dann diese Nudeln, wo die Schnecke sind, also bei uns. Kleine Schnecke oder Schmetterlinge, aber nicht zu groß. Okay. Diese für Minestra sind kleinere. Sind nicht längere oder Spaghetti. Sonst Spaghetti ganz kleine. Okay, ich habe verstanden. Ja, bei uns gibt es so wie Schmetterlinge. Aber die kleinen, nicht die großen. Wir haben 5 Masse. Aber du nimmst Barilla circa 1 cm groß. Die Barilla hat diese kleine so Ringeli, so wie eine Maccherone. Oder Rindeli, ganz kleine. Maximal 1 cm. Weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast. Natürlich. Da gibt es verschiedene. So wie eine Makaroni geschnitten ist. Und das ist gut für diese Suppe. Weil die bleiben dann so wie die sind und nicht weiß. Adienta oder Aldenta. 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 Ja, genau. Wie heißen die Italini? Die Italini. Barilla di Italini. Die kleine Ringeli. Oder wie, Dio buono,
Penne, aber kleine, gibt es so kleine, ein Zentimeter, ein und halb Zentimeter. Ja, die gibt es bei uns. Gibt es die große? Ja, die Italiener. Ja, ja, nehme ich doch Barilla, Teale. Richtig, ja. Also diese reine und dann, wenn fertig, also... Probierst du, ob Salz genügend ist, weil du hast nur probiert Salz. Die Nudeln gekocht ist, Käse, Parmesan. In die Suppe? Nein, wenn in Teller ist. Ah, in die Teller. Okay. Servire also mit Käse, schwarze Pfeffer, wenn du noch und Olivenöl, so ohne frisch Olivenöl. Einfach so paar Tropfen, ja. Rein. Ja, okay. Palette. Das ist ganz einfach, diese. Die schmeckt gut, ich mache das oft. Tip-top. Pasta e fagioli, wir machen auch im Winter Pasta e fagioli. Und schmeckt gut. Aber okay. Weißt du, wie ich mache diese auch? Wo, also für mich schmeckt besser. Die sind die Dose mit dem Mixer. Ah, wie Brei machen, ne? Ja, also halbe Dose so und halbe, und dann wird der Bouillon dicker. Und dann der Geschmack der kommt besser drauf. Toskanische Rezept ist diese, la pappa al pomodoro. Und was ist das? Suppe oder? Nein, eine Art. Das ist Brot. Ich bin aufgewachsen mit dieser. Meine Oma hat immer zu mir alle gesagt, Kinder. Iss diese und dann wirst du groß und schön. Wahrscheinlich hat er halbe Rechte gehabt. Ja. Also Brot und Tomate, diese Dose. Wenn du keine frische hast. Hier steht 500 Gramm Brot, nicht die, nicht die weiße Brot, die trockene. Härtere. Ja, vier Tage, fünf Tage alt. Okay. Nicht die ganze weiße, Rogen. Die Baguette. Ja, die Baguette, ja. Diese Casalingo, diese roh. Diese. Ah. Und dann rosolare nel. Allora, diese Brot schneide. In einen Topf, ich heiße immer aus Terracotta, aber Terracotta gibt es nichts mehr. Das andere Zeit. Okay, jetzt gibt es Topf extra für Kochen. Ich glaube, wäre besser in Terracotta. Knoblauch, gut Olivenöl, Enel. Ich oder redest du? Ah, ja. Also. Knoblauch in Öl rein und dann ein bisschen, nicht verbrennen, aber ein bisschen, das, wenn der Öl anbraten, wenn Öl warm ist, Brot. Kleine Stückelein, wie Löffelein oder nicht? Nein. Rosolare ben bene con sale e pepe. Nicht nur Knoblauch in Öl und dann Tomate rein. Ganz, ganz rot, ganz, muss schön rot sein, gell? Wenn die frische. Und sonst die andere da. Die vom Büchse, die geht auch. Polpa, die muss so zerschnitten sind. Und kochen lassen für ein paar Minuten. Die Tomatensauce praktisch. Für Pasta asciutta. Dann weiße, heiße Wasser. Oder wenn ein Bouillon ist, auch mit Wurst, immer besser. Dann schmeckt immer besser. Und rühre, bis diese Suppe nicht so ganz flüssig ist. So halbe, halbe. Und dann das Brot. Geschnittene Brot rein. Richtig drin kochen lassen. Aber muss wie... Fast eine Mehl.
aber nicht ganze Mehl. Du musst immer die Stücke Brot sehen. Aber richtig, das ganze Weiß ist. Und dann mit dem geriebene Käse am Schluss, wenn du hast. Ja, immer zum Schluss Käse und ein bisschen Olivenöl. Olivenöl. Auch das am Schluss. Das ist ganz einfach, das haben wir immer gemacht. Diese Kinder waren. Sind bis 10 Jahre sind wir erwachsen mit dieser Art von Suppe. Kalte Brot und das. Oma hat auch eine, ein paar Blätter Salbei da rein. Oder Rosmarin. Nein, Salbei. Salbei, dann haben wir immer ganz einfach so Brot in Tomatensauce gekocht, praktisch. Okay, jetzt Salsa. Also, Zwiebel, Sellerie, Petersilie und Basilikum. Mhm. Alles am dünnsten, nach ein paar Minuten Konzentrato di Pomodoro. Das ist wieder anders, weil vorher im Winter natürlich haben wir auch keine frische Tomate. Mhm. Und Konzentrato di Pomodoro ist diese in Tube. Diese rote Tube. Uh-huh. Und ich habe die nicht gerne, weil es ist sauer. Hat eine Geschmack, wo nicht wie die Tomate ist. Aber ist sauer. Però la passata può prendere. Dann ist besser diese in die Flasche. Mhm. O de passata. Diese feine rote. Lasse, fette, weil die Salsa di Pomodoro ist nicht drin. Nur Zwiebel. Das ist praktisch so, Tomatenmark, sagen wir, Tomatenfleisch mit verschiedenen Kräutern. Und das ist schon Salsa. Nein, nicht wenige Kräuter. Kräuter fast keine. Zwiebel, Sellerie, Öl. Knoblauch, Basilikum. Salz und Pfeffer. 3 Minuten kochen lassen. Dann nimmst du rote Tomate frische, wenn du hast im Sommer, im Winter sind frische, aber die haben keine Saft. Nimmst du passata. Oder die geschälte Tomate. Oder die geschälte in Büchse. Mm-hmm. Nimmst du die wenige von dieser, wenn er ein wenig gekocht, hinein, 2-3 Minuten, in die gleichzeitig kocht Wasser und Spaghetti, schön auf trocken, drinnen die Pfanne, ein wenig Aber Käse. Die Salsa kann man zum Beispiel auf alles gießen. Ich kann Fleisch schneiden mit Salsa. Und einfach so essen. Na, oder? Nicht in diese. Ne? Oder andere, isst man das nur so heiß? Ne? Ja, das ist schon. Muss heiß gegessen sein. In diese Soße hier zum Beispiel kannst du auch, bis dann Tomate, nicht mehr die Spaghetti, aber kannst du Eier hinein. Und dann merkst du, wie gut es ist. Wie im Salsa die Eier rein? Ja. Dann merkst du, wie gut es ist. Brateier. Ah, gebraten In diese Soße hinlegen, das habe ich ganz gerne. Ah. Wow, das ist was Neues.